dran, wer sich gut verkleide kann. Doch jetzt kommt einer, da seid ihr platt. Der sieht aus wie Yassir Arafat. Bündmarsch! Die SPD, meine Damen und Herren, hat zurzeit nicht nur in den Umfragen die Nase vorn, sondern auch bei der Schwangerschaftsverhütung. So wurde der SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder gestern offiziell zum Kondomträger des Jahres gewählt. Er ist uns jetzt live aus Hannover zugeschaltet. Herr Schröder, herzlich willkommen. Wie fühlt man sich denn so als Kondomträger des Jahres? Ich bin sehr glücklich, aber auch sehr, sehr dankbar. Gut, Sie hatten ja bei dieser Wahl eine Menge Konkurrenz. Wie haben denn Rudolf Scharping und Oskar Lafontaine abgeschnitten? Wir sind immer unter den ersten dreien. Aha, ausschlaggebend für Ihre Wahl ist ja gewesen, dass Sie ein Kondom mit der Leuchtschrift Gerdi hat den größten trugen. Das hat überzeugt, aber gar keine Frage. Ah ja gut, also ich meine, beim Überziehen, so sagt man, habe ja Ingrid Matthäus Meyer in die Hand angelegt. Die Dame finden Sie erregend, nicht wahr? Und ich finde, dass sie gelegentlich auch hilfreich ist. Ja, natürlich. Aber man hat gehört, dass Ihnen schon bei der ersten Berührung ein kleines Malheur passiert ist. Ist denn die Ingrid jetzt nicht frustriert? Gut, sie ist manchmal auch ärgerlich, aber damit muss man sich abfinden. Ja gut, das kann man verstehen. Was ist mit dem Bundeskanzler? Er hat ja auch an der Wahl teilgenommen, allerdings ohne Assistentin. Wie ist der Bundeskanzler vorgegangen? Nun hat er sich selber einen übergezogen. Ah ja! Das ist schön, dass die Parteien so kurz vor der Bundestagswahl nochmal so richtig Gummi geben. Danke, Gerhard Kautschuk. Schröder, der Verteidigungsausschuss des Bundestages regte dazu an, den Frauen in der Bundeswehr neue Aufgaben zu geben. Sie haben das gehört. Bislang verrichteten die Frauen in der Bundeswehr ihren Dienst vorwiegend unter Offizieren. Auch unsere Straßenumfrage beschäftigt sich in dieser Woche mit dem Thema Frauen in Uniform. Sollte es eine Wehrpflicht für Frauen geben? Wer, was? Wehrpflicht? Hör mal! Ist doch völlig bekloppt, dass die Pflicht haben, sich zu wehren, ja? Nur wenn ich die anmachen tue, oder? Bille, 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 bille. Sollten mehr Frauen in die Bundeswehr? Frauen in die Bundeswehr. Frauen in die Bundeswehr. Ja, also wenn... ja, wenn sie mich so... Frauen. Ja, Frauen in die Bundeswehr, das habe ich schon verstanden. Kann man nicht einmal einen Gedanken zu Ende führen? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, sollte es eine Wehrpflicht für Frauen geben? Ach, Sie sind mir ja einer, das sollte keine Pflicht sein. Das muss jeder selber entscheiden. Jede Frau muss selber entscheiden, ob sie das Ding nimmt oder nicht. Ne? Aber was für ein Ding? Sie sind mir ja einer, Sie. Sie haben doch damit angefangen, Sie Schmutzfink. Sollten Frauen in der Bundeswehr dienen? Frauen in der Bundeswehr? Sie scherzen wohl. Obwohl, oh, mir würde das gefallen. Das würde mir gut gefallen. Frauen in der Bundeswehr. Hallo, sind Sie der Meinung, dass mehr Frauen in der Bundeswehr dienen sollten? Wieso nicht? Gefalle ich dir denn auf? Was? Wie? Ich meine, wo? Bei dir oder bei mir? Ich wohne momentan bei meiner Mutter. Zum Thema Soldaten. Nach dem Schulgang, vor dem Essen. Zähne putzen, nicht vergessen. Au! Au, au! Und die Wildnis ruft, die Wildnis ruft. Ich muss los. Frauen in der Bundeswehr, ein wildes Thema. Zurück zur Wochenschau. So, als nächsten Redner begrüße ich die Jacke Helmut. Solle man reinlasse? Ja, nach Hallamarsch. Dass ich Kanzler bin, ist wunderbar. Dass ich's auch bleibe, ist doch klar. Das hättest du wohl gern, du dicker Spinner. Beim nächsten Mal sind wir Gewinner. Also, ihr lieben Leute, mit SPD und roten Socken kann man doch keine Wähler locken. Wir werden ja sehen, bald ist es aus mit Helmut Kohl und Kinkel Klaus. Moment mal, wieso krieg ich eigentlich keinen Tusch?
Also, es geht doch. Wir wollen endlich auf die Regierungsbank. Ich bin viel besser und auch noch schlank. Tja, du, Dieter Hering, du, isst lieber mal was. Denn dick macht Regieren doppelt Spaß. Genau das wollte ich auch schon sagen. Mit uns wird Helmut nie verzagen. Setz dich wieder hin, du kleiner Fliegenfranz. Ich hab jetzt ein für alle Mal genug von dem Firlefanz. Und tusch. Hier im Wohnzimmer von Herrn Herbert Görgens. Guten Abend, Herr Görgens. Ja, hallo, Taro! Von mir aus hier! An die Geräte zu Hause! Ja. Und an alle Walzerkönige diesseits und jenseits der Weichsel! Ich war gestern einmal wieder schwufen in Tanzpalast! Zum ersten Mal seit 15 Jahren mit der Ilse von Sparmark! Gut. Das war vielleicht also schön, kann ich Ihnen sagen! Vielen Dank. Herr Görgens hat eine ganz außergewöhnliche Geschichte zu erzählen, denn er hat ein Schnäppchen auf dem Flohmarkt. Jo, das hab ich wohl! Und hier! Karottenschnäpschen, selber gebrannt, macht außerordentlich schnell besoffen. Und jetzt kommt es, das geht nicht auf Augen, ist nämlich Vitamin A mit dabei. Ja, Moment, wollen Sie einen? Nein, danke, Herr Görgens, es geht nicht ums Schnäppchen, es geht um Ihr Schnäppchen. Aber dieses Schnäppchen, das muss man feierlich austrinken, muss man das. Ja, gut, dann, Unter Herberts Käppchen geht immer noch ein Schnäpschen. Ja. Alles in Ordnung? Mhm. Ja, Herr Görgens, dann wollen wir vielleicht jetzt einfach die Geschichte erzählen. Herr Görgens hat nämlich auf dem Flohmarkt eine seltene Skulptur von Picasso erstanden, und zwar aus der blauen Phase des Meisters. Ach so, das meinen Sie? Ja. Jo, das hab ich wohl! Für 12,50 Mark! Ja, also eine Gelegenheit, von der viele Kunstliebhaber träumen. Herr Görgens, ich würde sagen, es ist soweit. Zeigen Sie uns doch mal Ihr Kunstwerk. Ja, muss ich holen, soll ich? Ja, nun bitte. Gut. Hier, Picassos blaue Vase. Herr Görgens, das ist doch keine, das ist doch eine, hören Sie, es ist eine blaue Vase, das hat nichts mit blauer Phase von Picasso zu tun. Dieses Ding ist doch wahrscheinlich absolut, es ist vor allen Dingen aus Hongkong. Ja nun, der ist eben weit rumgekommen, dieser Picasso. Ach Görgens, erzählen Sie mir keine Geschichte von irgendwelchen Vasen oder sonst irgendwelchen Zinnobern. Ich habe noch einen alten Rembrandt für Sie. Da kommen Sie schnell in die blaue Phase, aber rubbel die Katze. Wie komme ich jetzt im Fernsehen? Nein! Hören Sie auf, Mensch, Sie können mir nicht irgendwas erzählen. Zurück in die Waffenshow. Irgendwelche Basen oder sonst irgendwas. Es interessiert mich überhaupt nicht, was Sie da. Und sehen Sie gleich noch in der Wochenshow. Rum, die Sportabteilung der Wochenshow. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind unsere weiteren Themen. Das Originalrezept für Tomatenketchup. Tabulos, Chemnitz feiert seine erste Live-Sex-Show. Und Kevin Costners neuer Kino-Hit, der sich den Strick dreht. Seit Jahrzehnten durch die erfolgreichste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen ist die Tagesschau. Dieser Erfolg ist den Verantwortlichen leider zu Kopf gestiegen. So will das Erste demnächst statt der Nachrichtensprecher Nachrichtensänger einsetzen und statt der Wetterkarte Wetterbriefe verschicken. Auch Auswahl und Präsentation der Meldungen lassen bisweilen zu wünschen übrig. Holdrio und Hopsasa. Rumänische Wissenschaftler haben in Japan ein schwarzes Quadrat entdeckt. Es ist ganz schön groß, liegt auf einer gelben Insel und hat 4 gleich große Ecken. Jetzt muss ich Ihnen noch einen Bericht ankündigen, für den ich mich so schäme, dass ich Ihnen beim besten Willen nicht mehr in die Augen gucken kann. Obwohl, vielleicht geht's doch ganz kurz, wenn ich mich tierisch zusammenreiße. Achtung, jetzt. Kuckuck. Aus dem schwarzen Quadrat stiegen am Abend 2 Außerirdische mit jeweils 3 Beinen und einem Sombrero, die binnen Sekunden eine 1300 Kilometer lange Brücke bauten, die nun Nordkorea mit dem japanischen Festland verbindet.
Danach verpissten sie sich wieder. Die von den Außerirdischen erbaute 1300 Kilometer lange Brücke, vor der ich hier stehe, gibt es wirklich, wie Sie hinter mir schön sehen können. Weil ich aber tierische Höhenangst habe, stehe ich lieber im Wasser. Angst hatte auch der nordkoreanische Diktator, Kim Jong, was weiß ich denn. Er wollte sein Land verlassen. Taxi! Taxi! Der sympathische, glattrasierte Herr mit dem billigen Nasenfahrrad hinter mir hat mich nach der Sendung zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Außerdem hat er mir einige hundert Mark geboten, wenn ich mich während der Sendung nackig mache, was natürlich nicht in die Tüte kommt. Und nun zum Wetter. Die beiden Weltmächte Amerika und Russland, hier gekennzeichnet durch Groß H und Groß T, halten weiterhin einen Sicherheitsabstand von circa einem Land. In Rostock kommt es in den Morgenstunden zu einem Atombombeneinschlag, hier gekennzeichnet durch ein grelles Hell. Restdeutschland wird lediglich von großen weißen Pfeilen beschossen, die aus dem bösen Osten kommen. Zum Schluss noch die Uhrzeiten bei 20 Grad, Köln und Berlin 11 Uhr, ansonsten vereinzelt zwischen 7 und 10. Wie schon in den vergangenen Tagen wird es erst später, wenn alles schön bunt ist. Ich muss wohl geschlafen haben. Mittlerweile ist es 22.30 Uhr. Es ist Karneval. Jetzt wird gefetet. Ja, heute wird Tacheles geredet. Heute sind wir fröhlich. Drum hält jeder und jede von Anfang bis Ende eine Büttenrede. Und auch auf ein zweites Bierchen wird heute nicht mehr verzichtet. Sondern weitere Hunderttausende werden vernichtet. Wenn dann im Bundestag fließen Schnaps, Sekt und Wein, werden die Frauen die Hauptleidtragenden sein. Rita küsste mich auf die Wange. Mehr hat nie geklappt. Die hätte ich gerne mal auch an anderer Stelle gehabt. Ritas Brüste sind nicht nur die Folge eines Experimentes. Die sind das bestgehütetste Geheimnis dieses Parlaments. Doch man findet Blondinen ganz ohne Faxen in Friseursalons, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen. Und fragt mich eine, wie man verhütet, sag ich ungebrochen. Weiß ich nicht, aber Hauptsache, wir haben drüber gesprochen. Noch nie gab's eine Orgie, so wie wir sie uns könnten. Das ist doch ein Punkt, wo Sie mal klatschen könnten. Jawohl, nach aller Marsch! Willkommen zu Passiert. Aufgrund einer einstweiligen Verfügung des Landgerichtes Lingen an der Ems enthält der folgende Beitrag lediglich Tatsachen. Wir bitten um Verständnis. Karneval. Auch für den Bankangestellten Dieter Kock sollte es die schönste Zeit des Jahres werden, doch es wurde Hölle pur. Der Traum von der perfekten Verkleidung wurde für ihn zum Albtraum. Seine Clownsmaske wurde ihm eintätowiert. Hier in dieser Siedlung bei Münster wohnt Dieter Kock. Wir sprechen mit seinem Nachbarn. Was war denn der Dieter für ein Typ vor dieser Geschichte? Ja, wie? Was war der Dieter für ein Typ? Bestimmt kein Clown, ne? Also, wie ist die ganze Geschichte mit der Tätowierung passiert ist. Also, ich sag Ihnen, die würde ich verklagen, würde ich die verklagen. Das war bestimmt kein Missverständnis. Aber überhaupt nicht. Ja. Ja, ich gehe doch so gerne auf diese Funksitzungen. Ach, hätte ich mich doch bloß selber geschminkt, aber meine Freundin hat drauf bestanden, dass ich zu diesem Profi-Schminkservice gehe. Ich meine, die haben es ja auch gut gemacht, aber ja. Hier geschieht das Unfassbare. Am 23. Januar bekommt Dieter Kock in vierstündiger Arbeit das Clownsgesicht eintätowiert. Wurde der 34-jährige Bankangestellte das Opfer eines üblen und bösartigen Missverständnisses? Wir fragen nach. Guten Tag. Wurde der 34-jährige Bankangestellte das Opfer eines üblen, bösartigen Missverständnisses? Ich hab damit nichts zu tun, Mann! Dieter Kock ist mit seinen Nerven am Ende. Seine Freundin verlässt ihm berufliche und private Probleme.
Eine Entfernung des Tattoos mit moderner Lasertechnologie würde rund 30.000 Mark kosten. Eine Summe, die Dieter Kock im Augenblick nicht aufbringen kann. Sein Arbeitgeber, die Sparkasse Münster, wollte ihn in die Kindersparbuchabteilung versetzen. Dieter Kock kündigte. Jetzt versucht der Geschädigte, sein Leben so normal wie möglich weiterzuführen. Inzwischen befindet er sich in psychologischer Betreuung. Aber der 34-Jährige musste einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen. Auf der Beerdigung seiner Mutter konnte Dieter Kock seine Trauer nur bedingt vermitteln. Wenigstens das Arbeitsamt Münster hält zu ihm. Die hilfsbereiten Beamten vermittelten Dieter Kock schnell und unbürokratisch einen neuen Job als Kinderanimateur. In 3 Jahren, so hofft er, hat er dann das Geld für eine Entfernung des Tattoos zusammen. Passiert wird's in keiner der nächsten Ausgaben auf diesen Fall zurückkommen. Nächste Woche in Passiert. Tiersing, ein neuer Trend aus London, ruft Tierschützer auf den Plan. Und nun der Nachblick mit der mehrheitsfähigen Anke Engelke. Der russische Staatschef Boris Jelzin traf sich am Mittwoch mit seinem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Viktor Tschernomyrdin. Gegenstand der Unterredung war die russische Wirtschaft. Die Frage ist doch, wollen Sie sich jetzt die Hucke verlaufen lassen? Ja, bitte. Ja, bitte. Aber dann reden wir endlich über... erst den Schnaps. Gut, also erst den Schnaps, dann die Wirtschaftskrise. Generalsekretär Guido Westerwelle absolvierte in dieser Woche erfolgreich einen Volkshochschulkurs in Haushaltstechnik. Besonders beeindruckend fand er dabei die Funktionsweise der Innenbeleuchtung von Kühlschränken. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtschein her. Der älteste Kandidat für einen Sitz im Deutschen Bundestag hat das stattliche Alter von 96 Jahren. Für die Wahl will er sogar seine eigene Urne mitbringen. Bonn. Finanzminister Theo Weigel und Außenminister Klaus Kinkel berieten gestern im Bundestag die Geschäftssituation in der deutschen Stahlindustrie. Weigel glänzte dabei durch fachliche Kompetenz. Klaus, warst schon mal in einem Hochofen? Nee, bin jetzt schwindelfrei. Microsoft-Chef Bill Gates muss erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Er verlor an einem einzigen Tag 9 Milliarden Mark. Er hatte seine Finanzplanung mit Windows 98 gemacht. München. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gab bekannt, er wolle sich in Zukunft ausschließlich seinem Privatleben widmen. Um den damit verbundenen Anforderungen gerecht zu werden, will er potenzsteigende Mittel einnehmen. Dazu äußerte sich die Lebensgefährtin von Lothar Matthäus. Ich finde, das ist ja wie ein Wunder, es ist wahnsinnig und deswegen musste er das unbedingt machen. Und ich habe alles dazu gemacht, dass er das macht. Also ich habe zu ihm gesagt, das musst du unbedingt machen. Danke, danke. Yeah. Oliver Bierhoff ist der neue Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da der zurückgetretene Klinsmann seine Kapitänsbinde nicht wieder hergeben will, trägt Bierhoff zunächst übergangsweise die Blindenbrille von Jörg Heinrich. Auch rum, die Sportabteilung der Wochenshow beschäftigt sich heute wieder mit Ausnahmeathleten. Hallo liebe Rumfreunde, schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Rum. Ich habe heute Morgen aus unerfindlichen Gründen unter der Dusche meine Unschuld verloren. Die ist etwa 25 cm lang und trägt eine Baskenmütze. Aber sei es drum, ich möchte Ihnen heute wieder einen außergewöhnlichen Sportler vorstellen. Und da kommt er auch schon. Und da ist er auch schon wieder weg. Hey Meister von Hubel im Hintern, wie? Was? Neben mir, liebe Rumfreunde, steht Rodriguez. Nee, Rüdiger. Lars Rüdiger. Aha. Na gut.
Auch egal. Ist ja auch viel einfacher auszusprechen. Wie? Also, Rüdiger, Sie sind deutscher Meister im... Wo ist jetzt mein Zettel? Kann ich mal wen grüßen? Nee, da könnte ja jeder kommen. Kommt aber gerade keiner. Also, dann mal los. Ja, ich grüße ganz herzlich. Das war's. Vielen Dank. Rüdiger, kommen wir wieder zum Sport. Was genau machen Sie eigentlich? Ja, ich warte den Platz. Meine Fresse, und wie lange warten Sie da schon? Im Dezember sind das jetzt schon 15 Jahre. Hut ab! Und hast du dich gesehen? Ist wieder Weihnachten, oder? Jo. Rüdiger, Platz warten, das ist doch sicherlich sehr anstrengend. Dafür muss man doch sicherlich lange trainieren, oder? Nö, eigentlich nicht. Aber ich muss jetzt auch weiter, ne? Von nichts kommt nichts, ne? Schön, ne? Schön zu sagen. Okay, auf Wiedersehen. Ja, liebe Rumfreunde, trotz großer internationaler Erfolge ist er weiterhin bescheiden geblieben. Rüdiger Rodriguez. Ja, liebe Rumfreunde, das war's für heute. Und nicht vergessen, immer schön rumschauen. Ganz bewusst auch nicht einfach. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu 1, 2, 3, 4. 4 um 10. Heute sprechen wir über Sex, Alkohol, Gewalt und Indianer. Unser heutiges Thema ist nämlich Karneval. Peter, wie fallen Sie zum Beispiel? Also Karneval war bei uns auch Thema letzte Woche in der letzten Gruppe. Ach du Scheiße, ist das schon wieder los. Und wir sind zu folgendem Schluss gekommen. Karneval ist im Grunde doch nur eine von Männern dominierte Tradition, die ein einziges Ziel hat, nämlich Frauen sexuell auszubeuten. Genau, deswegen macht sie auch so einen großen Spaß. Das stimmt ja so nicht, nicht? Rein anthroposophisch gesehen markiert Karneval ja den Beginn der Fastenzeit, nicht wahr? Das bedeutet also die Zeit nach der christlichen Tradition der Zurückhaltung und Abstinenz. Nicht? Genau, dann können wir jetzt noch mal richtig die Sau rauslassen, oder? Können wir doch, wenn Sie das so möchten. Und die hübschen Hüte und Masken. Jo. Man weiß ja nie, was sich dahinter verbirgt. Ja, wenn ich mir Petra so angucke, ist das doch besser so, oder? Hör mal, ist doch wahr, oder? Ja. Ist doch wahr. Ja. Gerd, wissen Sie was? Ich denke, ich weiß ganz genau, wie das aussieht, wenn Sie Karneval feiern. Sie findet man doch irgendwo in der Kneipe wieder, da gehen Sie hin, da saufen. Ja, da saufen Sie sich nämlich zu, ja. Da baggern Sie sich da irgendwie ran an irgendeine Frau und dann nehmen Sie sie mit nach Hause und dann kriegen Sie keinen mehr hoch. Ja, vielen Dank, dass ich auch mal unterstützen habe vom Publikum. Ja. Also Peter, da kann ich Sie beruhigen, das kenne ich auch. Das kenne ich auch von Tillmann. Worauf ich gerne nochmal zurückkommen möchte, davon haben wir eben gesprochen, sind die Masken, nicht wahr? Man kann mit Hilfe der Kostüme in etwas anderes reinschlüpfen. Ja, das stimmt, aber wenn ich in irgendwas reinschlüpfe, dann ziehe ich mein Kostüm vorher auf, so. Ja, toll, Gerd. Ja. Aber die Tennissocken, die lassen sie an, ne? Ich spreche ja davon, mit Hilfe der Kostüme etwas zu sein, was man im Alltag nicht ist. Ne? Ja. Ich selber habe mich ein einziges Mal verkleidet. Das war damals für so eine, mein Gott, das ist jetzt auch schon wieder was her, nicht? Weil für so eine Studentensause ist das gewesen, nicht? Aber ich muss sagen, es sah ganz schön aus, nicht? Also wir haben ein bisschen Aufwand betrieben, nicht? Und das müssen Sie sich mal vorstellen, nicht? Ich habe mich verkleidet als ein Elefant, nicht wahr? Damals sah das also so aus. Ich hatte einen langen, pinkfarbenen Rüssel, toll. Nicht wahr? Und einen riesigen Hintern. Und wie war die Party? Keine Ahnung, ich bin nicht reingekommen. Ja. Armer Kerl, du. Ja, das ist traurig. Ja. Wissen Sie, was mich wieder beschäftigt hat in diesem Jahr? Dass an Karneval so wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird für Alkohol, das finde ich erschütternd. Ja. Boah, da haben Sie recht. Auf der anderen Seite spart man natürlich auch, weil man an Karneval nicht in Puff gehen muss, ne? Oder natürlich was wert. Ja, ja. Oder die Millionen.
Die Millionen, die die Leute ausgeben für Böller und Raketen. Was? Das ist Silvester. Aber was Petra ja völlig zu Recht angesprochen hat, ist doch der kommerzielle Aspekt des Karneval, nicht wahr? Ich bedenke, was alleine die Umzüge mit diesen riesigen Wagen alles kosten, nicht? Und, stimmt, die Wagen. Als ich zum Beispiel nach Köln umgezogen bin, ja? Alleine der Möbelwagen, was das gekostet hat. Unglaublich. Ja, jetzt bin ich ja hier. Ich muss mal ganz ernsthaft sagen, ja, Karneval, das ist doch echt eine geile Sache. Ja? Da gehen mir meine Kumpels raus auf die Straße, ja, und dann wird der Bär vom Flock gelassen, aber der große und der kleine Bär, wenn Sie verstehen, was ich meine, Herr Herrn, oder? Oh, es ist aber wieder typisch, Gerd. Es ist typisch, dieses heterosexuelle Denken, ja? Dass also die Männer rausgehen, ja, und die Frauen bleiben zu Hause, oder wie? Natürlich, wenn ich mit meiner Alten zu Karneval gehe, ja, dann ist doch, als wenn ich mit einem vollen Kasten Bier in die Kneipe komme, dann mach ich doch auch nicht, oder? Ja, klasse. Applaus! Applaus? Ja. Gerd, wissen Sie was? Ich möchte von Ihnen wissen, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ja, die Männer können ihren Spaß haben und die Frauen, die müssen zu Hause alleine zurechtkommen. Ich meine, wie Sie alleine zurechtkommen, das kann ich mir ganz genau vorstellen, ne? Mille, 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 Mille! Ich meine, legen wir es doch mal auf den Tisch, nicht? Da weiß die Maus keinen Vater auf. Ich möchte schon wissen, wie feiern Sie und Ihre Freundinnen Karneval? Wir in der Lesbengruppe, wir boykottieren in diesem Jahr Karneval. Also, liebe Leute, entschuldigt bitte, aber ich glaube nicht, dass das geht. Spaß auf Knopfdruck. Ja, aber sonst geht er doch auch. Knippt, Mille, 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 Mille. Gerd, warum heißt es eigentlich immer, am Aschermittwoch ist alles vorbei? Das ist doch klar, weil da die Batterien alle sind. Mille, 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 Mille. Warum versteckt man zu Karneval die Geschenke? Das ist Ostern. Ach so, das Fest der Liebe, wo das Christkind geboren ist. Gestorben ist. Und da wird gefeiert? Das ist aber traurig. Ja. Taxi? Ja, ich bin dabei. Okay. Ausnahmsweise. Sie kommen mit. Vorne, bezahlen Sie auch. Natürlich. Mann. Ja, aber warum wird denn dann beim Christbaum die Kerzen angezündet? Ja, ist der Weihnacht... Karnevalsbastelein mit Clemens Frei. Passend zur närrischen Jahreszeit wollen wir heute mal aus einer herkömmlichen Fußballmütze eine richtig lustige Narrenkappe basteln. Vorher zur Stärkung gibt es den Karnevalsklassiker, einen Berliner. Und diese Berliner eignen sich auch immer für einen ganz wunderbaren Jux, den ich auch immer wieder mache. Wir füllen Senf in unsere Berliner hinein. Tja, Spaß muss sein, wenn's passt, nicht wahr? So, ganz wunderbar. Kaum zu unterscheiden. Das können Sie jetzt auf Ihrer Faschingsparty auch Ihren Gästen servieren. Das gibt dann immer ein großes Hallo, wenn es soweit ist, nicht wahr? Man muss nur aufpassen, dass man nicht selber so ein Senfteilchen erwischt. Deshalb markiere ich mal das entsprechende Teilchen hier mit so einer Fahne. So, aber jetzt zu unserer Jeckenmütze. Ich habe hier mal eine von FC Bayern München vorbereitet. Das können Sie ja ganz individuell machen, je nachdem, welchen Verein Sie nicht... Also, kann man ja mal schauen. Jedenfalls schneiden wir diese Ecken an unserer Kappe mal spitz zu, auf beiden Seiten. Das sieht dann immer schon ganz lustig aus. So ist dann der fertige Anfang. Aber so richtig lustig wird unsere Mütze eigentlich nur mit einem Aufsatz aus Papier. Da holt man sich aus einer Illustrierten einfach mal ein buntes Blatt heraus. Das ist ja auch ganz egal was. Und es gibt ja auch viele Techniken, so ein Schiffchen, wie wir es machen wollen, zu falten. Ich mache da immer diese ganz klassische Methode. Man probiert also auf diese... Man kann aber... Ich habe da auch schon... Aber auch ein vorbereitetes einmal... Vorbereitet. Nämlich dieses hier. So, das ist unser Aufsatz aus Papier und wir möchten jetzt noch ein Glöckchen obendran machen. Dann wird es ganz besonders lustig. Und hier haben wir mal eine ganz herkömmliche Narrenkappe und da nehmen wir uns das Glöckchen weg. Also wobei ich jetzt natürlich keine Karnevalisten beleidigen möchte. Also da gibt es ja rote und blau. Also das gibt wieder Briefe. Naja. Jedenfalls haben wir hier ein Glöckchen und das schneiden wir jetzt mal flugs ab. So, auf dieser Seite. Und das Glöckchen, was wir haben, heften wir, wie gesagt, an unseren Aufsatz aus Papier einfach dran. Da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten. Ich nehme hier mal diesen Tacker. So. Ja, jetzt ist der große Augenblick gekommen. Jetzt können wir an unseren... Ja. Ah, jetzt ist... Ja. Prost mal.
Gut, aber wir haben auch schon eine vorbereitete Variante. Das ist diese hier. So, und jetzt ziehe ich die mal auf. Lustig, was? Ja, jetzt kann unsere Faschingsparty auch schon steigen. Ich habe dazu ein Gläschen Bier vorbereitet oder gleich ein ganzes Fässchen. Das haben wir hier, denn die meisten werden es schon wissen, wir wollen jetzt noch eine kleine Büttenrede. Also habe ich jedenfalls vorbereitet. Ich sage immer, ein bisschen Spaß muss sein, wenn es passt. Ja, jetzt, ja. Tritt der Scheich ins Minenfeld, hat er nichts von seinem Geld. Hilau. Und Allah. Mensch. Er ist wieder da. Spartacus ist nicht nur der größte Stuntman, sondern auch der größte Jepp der Welt. Deswegen wird er in wenigen Tagen am Kölner Rosenmontagszug teilnehmen. Natürlich mit einem ganz besonderen Karnevalswagen. Was das Besondere daran ist, verrät uns nun meine Kollegin Anke Engelke. Allah, Anke. Allah auch dir, mein Ingolflein. So rufe ich heute aus Köln am Rhein. Ich gehe hier im Straßendreck und warte auf unseren Superjack. Den tollen Hund mit seinem neuesten Superstunt. Da kommt er, oh, wie ist das scharf. Hallo, mein toller Held, Allah. Ich finde das wunderbar, dass Sie so volkstümlich sind und sich persönlich im Karneval engagieren. Ich liebe den Karneval über alles. Aber ich habe ja auch eine Verantwortung als Stuntman. Und jetzt überlegen Sie mal, Anke, was ist am Karneval das Gefährlichste? Sex? Auch. Aber noch viel gefährlicher ist die Sehnenscheidenentzündung am rechten Ellbogen, verursacht durch übermäßiges Winken, der sogenannte Karnevalsarm. Hallo Inka. Anke, Karnevalsarm, das klingt ja furchtbar. Es ist furchtbar. Aber ich habe die Lösung gefunden, zusammen mit Fuji Hashimoto, der nicht nur mein Freund und Trainer ist, sondern auch Japans beliebtester Faschingsprinz. Wusste ich gar nicht. Japans beliebtester Faschingsprinz. Oh. Sehen Sie selber, dieser Stuntwagen wurde speziell für den Kölner Karneval konstruiert. Wir nennen ihn den Winker. Großartig, Spartakus. Und was genau macht der Winker? Er winkt. Fuji, Handbetrieb. Fuji, Handbetrieb. Nein, ein Triumph der Technik und so gesund für den Arm. Nicht nur für den Arm, für den ganzen Körper. Denn diese Kabine besteht aus kugelsicherem Panzerglas. Wegen der Kamelle, die immer geworfen werden. Tödliche Geschosse. Stopp, Fuji. Stopp, Fuji. Ich bin überwältigt. Dabei ist das noch gar nicht alles. Zusätzlich kann Fuji den Sitz in die Höhe schieben. Je nachdem, ob drei Menschen jubeln am Straßenrand stehen oder 3 Millionen. Fuji, die Hydraulik. Fuji, die Hydraulik. Das ist ja Wahnsinn, Spartakus. Wie hoch kann der Sitz denn ausgefahren werden? Bis der Kopf an die Panzerglasdecke stößt. Dann schaltet er automatisch ab. Zeig's, Fuji. Zeig's, Fuji. Das ist unglaublich, Spartakus. Nein, das ist zu hoch. Fuji, fahr sofort den Sitz runter. Oh, Spartakus, ich sage, wow, das war eine affengeile Schau. Hilau Allah und lebe hoch, mein Superheld im Kölner Zoo. Fuji, wo ist meine Hand? Hand kommt. Wir sind gleich noch in der Wochenshow. Pikantes aus dem Bereich Lust und Liebe bei Sex TV mit Christo Schneider. Also, bleiben Sie dran. Hallo, liebe Liebenden. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zu Sex TV.
Ich heiße Briscoe Schneider und ihr nicht. Ja, Spaß muss sein. Gerade auch an Karneval. Denn Karneval ist ja auch ein bisschen das Fest der Liebe, liebe Liebenden. Aber natürlich, ja, so manche Närrin tut sich mit dem Ausziehen ein bisschen schwer. Wir haben mal nachgefragt. Hallihallö. Wird sich Frau Schulze für 1000 Mark vor laufender Kamera ausziehen? Das ist die Frage. Frau Schulze, würden Sie sich für 1000 Mark auch anziehen? Nee, so ein Schweinkram mache ich nicht. Ja, liebe Liebenden, wir alle kennen das. Wir werden als Kind zum Jungen, vom Jungen zum Mann, vom Mann zur Frau oder umgekehrt. Regie, war das eigentlich jetzt so richtig? Briscoe, ihr habt es alle begriffen, macht bitte weiter. Ja. Ja. Und das ist auch unser heutiges Thema, Geschlechtsumwandlungen. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Maria Gernot. Hallo. Toll. Herzlich willkommen, bitte sehr. Hallo und erlaubt! Maria, du hast dich, wie soll ich sagen, geschlechtsumwandeln lassen. Wie war denn die Umstellung? Warum wolltest du ausgerechnet so ein Dings werden? Funke-Mariechen. Ja. Also ich wollte nicht nur, ich musste, wegen der Hormone. Aha. Ah, du hast zu viele weibliche Hormone? Nee, zu viele Funke-Mariechen-Hormone. Das finde ich ja toll. Wie merkt man sowas, sag mal? Ich hab das schon als Kind gemerkt, ne? Ich durfte nie mit den anderen Fußball spielen. Ich hab immer übers Tor geschossen. Puff! Sag mal, hast du sehr viele Operationen über dich ergehen lassen müssen? Ja, sicher. Vor allem die Brustoperation war heikel. Ha? Du hast dir Brüste machen lassen, ja? Ja, aber man sieht die ja überhaupt nicht. Ärztlicher Kunstfehler. Oh, das tut mir leid. Macht nix, hab ich hinter mir. Und die Brüste? Ja, die sind hinter mir. Die hab ich auf dem Rücken. Das finde ich ja mal richtig apart. Ja, vor allem beim Walzertanzen ist das sehr angenehm. Sag mal, so, wie hat denn so deine Umgebung darauf reagiert? Positiv, ja, ne? Ja. Ich habe sofort einen Job erhalten bei der KG. Rote Funken. Ach so, das ist ja interessant. Sag mal, was heißt eigentlich immer dieses KG bei den ganzen Karnevalsgesellschaften? Keine Ahnung. Ja, aber müsste es denn dann nicht K.A. heißen? Kann sein. Ach, kann sein. Ja. Und diese Umstellung, sag mal, wie war das für dich? Hat sich da für dich viel verändert? Nee, also ist ja alles beim Alten geblieben, ja. Unten rum, ne? Ja. Das heißt, du hast noch deinen Schell. Ist das nicht eine Umstellung für, ich weiß nicht, wenn man so als Funke-Mariechen so ein M hat? Also,
Die Gardeoffiziere finden das ja super, ne? Also vor allem beim Tanzen, wenn sie dich hochstemmen, ne? Dann haben sie wenigstens was zum Festhalten. Und die herkömmlichen Funke-Mariechen, ne? Die rutschen so einfach von der Hand. Sense. Oh. Sag mal, lass mich das noch fragen. Wie hat deine Familie darauf reagiert, auf deine Umstellung? Also für meine Mutter war das ja selbstverständlich, ne? Ja, die hat sich auch umwandeln lassen. Ach nein, und was ist die jetzt? Ja, Büttenredner. Ja, sicher, das ist ziemlich toll. Also, ihr seid eine richtig närrische Familie. Und der Papa hat sich sicherlich auch umwandeln lassen, oder? Nee, Vater ist gestorben. Ihr seid aber auch lustig, Maria. Man sieht es wirklich an dir. Sag mal, du bist ein Funke-Mariechen, du lebst wie ein Funke-Mariechen, du siehst aus wie ein Funke-Mariechen und dieses Jahr zu Karneval gehst du sicherlich als Pirat. Genau. Tja, liebe Lebenden, zum Schluss sehen wir dann noch einen Film. Pimpo fragte: Wie geben sich Piepshow-Besucher die Hand? Um Gottes Willen, lass mal lieber. Nein, bitte. Und warum? Weil es durchgeht. Sicher, es gibt schon so Taschentücher, da kleckert man sich so voll und so. Ja, man mag dann auch niemandem mehr die Hand geben, ne? Nur das neue Pimpo hat die Handverprägung, die alle Lagen auch bei Feuchtigkeit fest zusammenhält. Das handsichere Pimpo. Ich hab's ausprobiert. Keine feuchten Hände. Super. Keine feuchten Finger mehr. Das Pimpo-Taschentuch ist echt vertrauenserweckend. Und da geht nichts durch. Und? Da kann ich dann so mit ruhigem Gewissen jemandem die Hand geben. Das neue Pimpo. Rubbelweich und knautschfest. Tja, liebe Liebenden, das war SexTV für diese Woche. Danke, Maria, dass du da warst. Gleich geht's weiter mit der Wochenshow. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin liebe ich euch alle. Ciao! Die 40-jährige Pop-Diva Madonna, so war in der Zeitung zu lesen, ist mal wieder auf der Suche. Sie will ein zweites Baby. Doch die Frage ist, meine Damen und Herren, wo nimmt sie den Mann her? Wir haben für sie schon einmal in der Zeitung von morgen geschaut. Sie fand ihn bei einem Zoobesuch. Und zum Schluss der Wochenshow zeigen wir noch einige Szenen, für die wir normalerweise ohne Abendessen ins Bett geschickt werden. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke, tschüss, bis zum nächsten Samstag. Danke. Onkel Bill ist wieder im Land. Hallo. Tag. Ja, okay, warst du? Ja. Das war's. Ja. Gut, dass ich helfen konnte. Ja. Sollten Frauen in der Bundeswehr? Ne? Muss jede Frau selber entscheiden, ob sie das benutzt oder nicht. Was benutzen? Das Ding? Ja, Sie sind mir. Ich sollte mal eine Pause spielen, hat der Didier gesagt. Rosa Deckel drauf. Entschuldigung, gnädige Frau. Sollte es eine...